Sie gilt als Mutter des Austropop, Wegbereiterin für die Dialektwelle und begnadete Jazzsängerin. Marianne Ment feiert 2014 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Bei ihrem traditionellen Konzert zwischen Weihnachten und Neujahr im urigen Wiener Jazzland ließ sie für Krone TV ihre Karriere im Schnelldurchlauf Revue passieren. Zur ehrwürdigen Location am Wiener Franz-Josefs-Quai hat sie im Lauf der Jahre eine besondere Beziehung aufgebaut. Naja, dass ich mich selber so ausprobieren kann. Also mit meinen Musikern, mit denen ich sowieso übers Jahr arbeite, sei es jetzt Konzerte, sei es jetzt unsere Audition für die Jazz-Nachwuchsförderung, das sind ja exzellenteste Jazzmusiker und Freunde wie seine Family. Aber so, dass ich selber jatze, so den ganzen Abend, das ist nur im Jazzland. 2014 gibt's für Marianne Ment gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen steht sie selbst seit 50 Jahren auf der Bühne, zum anderen jährt sich das von ihr veranstaltete Jazzfestival zum 10. Mal. Ich würde sagen, es ist beides toll, weil wer kann schon behaupten, dass er 50 Jahre da also mit dem, was er am liebsten macht, seine Existenz aufgebaut hat. Erschreckend ist, dass heute schon 50 Jahre sind. Ich meine, schau auf die Uhr und schon sind 50 Jahre vergangen. Aber nicht minder mache ich gerne die Jazz-Nachwuchsförderung, weil wir so ein derartiges Potenzial an tollen jungen Musikerinnen und Vokalistinnen in ganz Österreich haben. Und ich mich sehr gerne dafür einsetze, weil sonst passiert gar nichts. Mit Jazz-Talenten ist Österreich nach Meinung Mentz ausreichend versorgt. Das Talent, wie gesagt, stirbt nicht aus. Das Potenzial ist unglaublich. Die Jungen sind so engagiert und sie sind wirklich gut. Sie sind einfach gut. Und das muss man unterstützen. Und Jazz ist kein Minderheitenprogramm, ein ewiger Satz. Er wird immer nur so verkauft, dass es ein Minderheitenprogramm ist. Das stimmt nicht. Also kein Gedudel und kein Free Jazz, und das kommt ja in dem Fall auch kaum vor, sondern einfach Qualität. Und das muss man unterstützen. Die mittlerweile 68-jährige Dauerbrennerin ist nicht nur im Jazz eine fixe Größe. Auch der Austropop wäre ohne Marianne Ment nicht denkbar. Im Jahr 1970 schaffte sie mit der von Oskar Bronner getexteten Nummer Wie a Glocken den Nährboden, auf dem später Ambros, Fendrich und Co. zu gedeihen vermochten. Wenn wir alle wüssten, was ein Erfolg wird, bumm, da waren wir alle reich. Natürlich haben wir es nicht gewusst, dass wir da Pioniere sind im gesamtdeutschsprachigen Raum und dass sich dann alle getraut haben, nicht nur österreichischen Dialekt, sondern auch, ich weiß nicht, nordischen Dialekt, sage ich jetzt Udo Lindenberg oder Blackfuss in Köln oder ich weiß nicht, da hat es ja so viel gegeben, die nach mir gekommen sind und die das Gott sei Dank gemacht haben. Aber Wegbereiter war eigentlich in erster Linie der Gerhard Bronner, der es geschrieben hat und der die Idee hatte dazu. Und ich war halt die Interpretin. Aber im Nachhinein bin ich ganz stolz drauf. Nur ein Jahr nach der Glocken vertrat Marianne Ment Österreich beim Song Contest und erreichte den 16. und damit den drittletzten Rang. Es war ein absolutes Erlebnis und ich war damals ganz stolz, dass ich da dabei sein durfte. Aber im Nachhinein kann ich jedem, der dabei ist, sagen, also sich nichts erwarten. Aber er kriegt natürlich eine Popularität innerhalb von 3 Minuten, die unbezahlbar ist. Nun muss man das dann nützen. Weil Karriere macht kaum einer. 2014 geht eine gewisse Conchita Wurst für Österreich an den Start. Geht es nach Ment, wird Wurst ein Jahr zu spät zu der Ausscheidung geschickt. Ich wollte, dass sie das im vorigen Jahr gewonnen hätte, also 2013. Da hat sie, glaube ich, den 2. Platz gemacht bei der österreichischen Ausscheidung. Da hätte ich gesagt, bitte schickt, oder was heißt, hätte ich, ich habe es gesagt, schickt die Conchita Wurst nach, wo war denn das überhaupt, weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, ich glaube irgendwo in Schweden, also irgendwo im Norden, ja. Weil das so, weil sie so ein bunter Vogel ist und die ist sicher aufgefallen. Mittlerweile ist sie ziemlich populär und das ist auch nicht mehr so interessant. Also ich weiß nicht, ich hoffe es für sie, weil sie ist eine entzückende Person, sie eher. Aber ob das jetzt noch immer so lustig ist oder so exotisch ist, das weiß ich nicht. Ob Conchita Wurst Grund zum Feiern hat, bleibt abzuwarten. Marianne Ment hat es definitiv. Am 17. Mai geht in der Wiener Stadthalle die große 50-Jahr-Gala über die Bühne. Die Vorfreude ist groß. Die Vorbereitungen sind sehr spannend. Ich weiß schon in etwa, was alles passieren wird. Also es wird die Big Band sein. Die musikalische Leitung hat mein Saxophonist, der Thomas Kugi. Der Dirigent wird sein, der Herbert Pichler. Meine Gäste werden sein der Wolfi Böck, der Erwin Steinhauer und der Viktor Gernot.
Also die zwei Schauspieler, weil sie irgendwo immer wieder meine Männer gespielt haben in diversen Film- und Fernsehgeschichten. Dann habe ich als Special Guest die Angelika Milster, die war die erste Grisabella im Theater in der Wien. Dann habe ich natürlich Youngsters von meinem Jazz-Nachwuchs, die werden auch einen Teil bestreiten. Ja, und vielleicht auch Einspielungen von dem, was ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben. Ich war ja nicht so viel. Ein bisschen was.